Move 140, willkommen zum 39. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga, die Eisbären Berlin. Heute zu Gast bei den Grizzlies Wolfsburg oder aber auch der dritte zu Gast beim Tabellen-7. 7 Punkte trennen die Wolfsburger auf die Eisbären Berlin. Beide Mannschaften mit gleich vielen Spielen. Die Berliner im letzten Spiel gegen Liga-Primus Adler Mannheim deutlich gewonnen. Es war möglicherweise der Push nach oben für die Berliner und München konnte nicht an den Adlern vorbei, weiterhin auf der 2. Ingolstadt 2 Punkte jetzt hinter den Eisbären und für Wolfsburg ist es sehr, sehr wichtig, denn die Wolfsburger ein Spiel weniger als die Haie, 3 Punkte weniger, wäre also möglich, dass man heute einen direkten Playoff-Platz erreichen kann. Die Düsseldorfer auf der 8, 11 Punkte hinter den Grizzlies, also da ist die Kluft schon noch ein wenig höher, aber nichtsdestotrotz. Wolfsburg will den Sieg, Berlin will den Sieg und nur einer kann den Sieg am Ende haben. Und wer das sein wird, das wollen wir jetzt ausspielen in dieser Partie zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlies Wolfsburg. So, für Berlin wäre es natürlich jetzt genauso wichtig, den zweiten Sieg hier in Folge einzufahren nach der grandiosen Partie gegen die Adler Mannheim, wo man wahrscheinlich selber so derart nicht mitgerechnet hätte. Aber erstmal Wolfsburg oder Furchtner. Und die Grizzlies bissig, aber Rankel gut abgefangen. Auf Bergmann. Sehr schön auf André Rankel. Und Tor! Was für ein Start der Eisbären Berlin! Und was war das? Vom Goalie der Wolfsburger. Unfassbar. Absolut unfassbar. Da kann er die Scheibe nicht richtig halten. Und André Rankel mit dem 7. Treffer in dieser Saison. Hier nochmal die Entstehung. Der Schuss eigentlich relativ ungefährlich. Aber der Torhüter, der kommt da nicht ran. Und ja, Jerry Kuhn mit dem Fauxpas. Und das kostet hier den Gleichstand. Erster Schuss, erstes Tor. Berlin geht nach 4,5 Minuten mit 1:0 in Führung. Wahnsinn. Was ein Bock von Jerry Kuhn. Und den muss er wieder gut machen. Jetzt muss er umso mehr halten. Das tut richtig, richtig weh. Aus Wolfsburger Sicht. Aber Eishockey dauert 60 Minuten. Und da ist noch jede Menge möglich. Fauser auf Siebitz. Wieder auf Garrett Fauser, der auf Brett Aubin. Und Fauser wird von Braun hier am Schuss gehindert. Und da gibt es sogar die Strafzeit. Berlin ohne Torhüter. Marc Olver. Und Jerry Kuhn. Wichtig jetzt, dass er da auf jeden Fall die nächsten 2-3 Tore verhindern kann. Berlin immer noch mit 6 Feldspielern. Wolfsburg jetzt an der Scheibe. Also, zu alledem kommt noch die Strafzeit zu für die Wolfsburger. Kein guter Start in diese Partie, die so wichtig sein kann für Wolfsburg. Man kann heute zumindest den Abstand auf die Kölner Haie gegen 0 bringen. Köln aktuell mit einem Spiel mehr. Aber Berlin kommt hier in diesem Powerplay nicht wirklich zum Zuge bislang. Wolfsburg steht gut an der blauen Linie. Verhindert immer wieder das Eindringen der Berliner in den Offensivkreis. Und Jerry Kuhn wieder beherzter Einstieg. Ganz, ganz wichtig jetzt für die Wolfsburger, diese Unterzahl hier schadlos zu überstehen. Berlin kombiniert. Kein Abseits. Sehr gut gemacht. Millimeter, da kommt der Schuss sogar von der Seite. Und sehr schön rausgespielt von den Eisbären. Aber gut von den Wolfsburgern dagegen agiert. Also, Wolfsburg wieder komplett. Überstehen tatsächlich diese Unterzahlsituation. Sich jetzt hier 0:2 zu fangen, das wäre absolut
das Schlechteste, was man hätte machen können. Aber Berlin steckt nicht auf. Berlin weiter im Vorwärtsgang. 5 Minuten noch. Kahun! Karacun, nicht Kahun. Gute Möglichkeit. Und Küpper. Möche, Oman, Dena. Und die Chance wieder für Wolfsburg. Aber Marvin Küpper. Unglaublich. 2:43 noch. Wolfsburg findet jetzt immer besser in die Partie hinein. 3 Siege gab es nur aus den letzten 10 Spielen. Das ist definitiv zu wenig, um direkt in die Playoffs einsteigen zu können. Und Berlin kommt schon wieder, Jerry Kuhn. Also, bis auf den Patzer zu Beginn dieser Partie kann er seine Leistung hier wirklich abrufen. Letzte Minute im ersten Durchgang. Oh Mann. Möchel, Karacun, Renn. Vorsichtig, die letzten Sekunden laufen und Wolfsburg schießt nochmal. Aber es bleibt am Ende beim 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Ja, 3:5 Schüsse. Danach wurden die Wolfsburger wach. Und jetzt bin ich gespannt, wie gehen wir rein in diesen Mittelabschnitt. Kessels gegen Shepard. Und der Berliner holt sich die Scheibe. Schön wieder zurück auf Danny Richmond. Der verzögert da den Schuss. Will die Wolfsburger hier aus der Reserve locken. Und jetzt ist aber auf einmal etwas Platz da. Gut abgelaufen. Und Kessels. Wolfsburg steht immer besser in der Defensive hier. Furchner. Gut abgelegt. Mahacek. Furchner. Nochmal zurückgelegt. Da muss der direkte Schuss kommen. Da hat man meines Erachtens etwas zu lange gewartet. Und hier gibt es die Strafzeit gegen Berlin. Bittere Pille. Es war die CPU. Aber egal, auch damit muss man rechnen. Erste Überzahlsituation Anfang des zweiten Durchgangs für die Rüschis. Und Berlin kann sich aber erstmal befreien über Louis-Marc Aubry. Und wir wissen, die Berliner sind nicht ungefährlich. Wie sie hier zeigen in Unterzahl. Buchwieser über den Kasten von Jerry Kuhn. Jeff Likens auf Mahacek. Wolfsburg sehr schön. Buchwieser bringt die Scheibe weg. Hälfte der Unterzahlsituation aus Berliner Sicht schon vorbei. Machen sie sehr gut. Berlin konzentriert. Mahacek bringt die Scheibe in die Offensive. Dena, Jeremy Dena, das ist Müller. Jetzt wieder die Scheibe einfach raus. Und da hätte man vielleicht den Konter laufen können. Boah, aber sehr guter Pass auf Mahacek von Jerry Kuhn. Oh, und wieder gut von Micky Dupont. Also, Strafzeit abgelaufen. Berlin übersteht diese Unterzahl eigentlich ohne größere Probleme. Brett Omer. Garrett Fauser. Sehr schön. Wieder gut geblockt. Das Runford. Nächste Möglichkeit auf Berliner Seite. Aber Wolfsburg kommt über Brett Omer. Setzt er sich durch und die nächste Strafzeit wird es geben. Ja! Wieder die Strafzeit gegen die Eisbären aus Berlin. 9:41 noch. Die Hälfte der Partie ist vorbei. Und es bleibt weiterhin beim knappen 1:0 für die Gäste. Oh, Richmond, macht er sich lang. Fängt die Scheibe ab und geht für Berlin in die Offensive. Smith übers Tor. Wieder eine richtig gute Möglichkeit in Unterzahl. Und wieder sehr gut. Berlin steht defensiv ausgezeichnet.
Und Strafzeit rausgeholt. Damit das Powerplay für Wolfsburg gleich Geschichte. Und jetzt Wolfsburg am Puck. Lange, lange hat es Berlin rausgezögert, um am Ende so viel wie möglich Überzahlspiel mitzunehmen. Eine Minute 19 wird es sein, nachdem die Strafzeit der Berliner abgelaufen ist. Sehr schön von Shepard. Ah, da sollte er nicht hin. Nächste Möglichkeit. Latte auf Bergmann. 4 gegen 4. Platz ist da. Achtung, gut durchgegangen. Nächste Chance wieder Wolfsburg. Und die war gar nicht schlecht. Aber jetzt Berlin auf der anderen Seite. Müller, Bergmann. Bringt die Scheibe erstmal weg auf Latta. Aber gut dazwischen gefunkt. Und die Berliner jetzt in Überzahl. Wow, Müller! Und was macht er denn da? Den riesen Alleingang. Und dann aber Jeremy Kuhn. Mit dem Weltklasse-Safe. Unfassbar. Also jetzt definitiv Zug in dieser Partie. Und der Schuss kommt. Und er war nicht ungefährlich. Aber die Scheibe erstmal raus. Wolfsburg. Sober über Elkins. Auch Wolfsburg defensiv oder in Unterzahl richtig in Ordnung. So, nur noch wenige Sekunden. Dann auch die Überzahl für Berlin. Jetzt vorbei, Tor! Florian Busch mit dem Ablauf auf der Uhr gehen die Berliner mit 2:0 in Führung. Und dieser Treffer kam aus Berliner Sicht zum richtigen Zeitpunkt. Wolfsburg drehte gerade auf. Wolfsburg machte Druck, sogar in Unterzahl die Chancen gehabt. Und dann aber Florian Busch, der nimmt Maß und wieder an Jeremy Kuhn vorbei zum 2:0 für die Gäste. Und Dena, jetzt Wolfsburg noch mehr gefordert. Zeit ist genug. Aber Marvin Küper, der hält wirklich bislang alles, was auf seinen Kasten kommt. Hörder kann sich da durchsetzen. Frank Hörtler. Und Likens auf Dena. Schön über die Bande auf Kessels. Und Mahacek. Immer wieder suchen sie Mahacek. Aber gut von Hörtler. Jetzt Runford. Jetzt ist Platz da. Berlin mit der nächsten Chance. Da geht er sogar durch. Oh, wir haben richtig gute Chancen, Leute. Es ist ein wirklich geniales Spiel von den Eisbären Berlin. Schöne Spielzüge. Und das war, glaube ich, somit unter das beste Mal, dass dieser Deke funktioniert hat und wir an der Abwehr durchgegangen sind. Wahnsinn. Wahnsinn. Es wird zum Ende des zweiten Drittels mit 2:0 in die Kabine gehen. Also, 10:11 Schüsse, 2:0 für die Eisbären Berlin. Und wir haben noch ein Drittel vor uns. Und Shepard mit der nächsten Chance, Latte! Wenn Berlin hier 3:0 in Führung geht, ich denke, dann wird das hier sehr schwer für Wolfsburg nochmal wieder zurückzukommen. Furchtbar. Bergmann. Wolfsburg gerade mit Problemen aus der eigenen Zone rauszukommen. Berlin macht unheimlich viel Druck. Und Furchtbar. Jetzt hingegen den Anschlusstreffer.
würde die Wolfsburger wieder beflügeln. Aber Marvin Küper, der hat anderes vor, als dieses 1:2 hier hinzunehmen. Oh, schön wieder durch. Und Shepard kriegt die Scheibe nicht von Anfang an. Furchtbar. Wolfsburg kommt. Berlin mit der Möglichkeit erneut. Schöner Reihenwechsel. Florian Busch, der sich hier gleich anbieten kann. Und Bergmann. Und Busch. Florian Busch! Und Jeremy Kuhn! Mit der Fanghand lenkt er die Scheibe vom Tor weg. Wichtiger Save, Brad Obbe. Also 10:43 noch. Und Berlin holt sich den Puck und sie können jetzt hier zumindest mal gelassener aufspielen als die Wolfsburger. Die tun sich schwer. Viele, viele Fehler schon im Aufbau. Klar, sie brauchen die Punkte. Sie wollen die Punkte, aber es sieht momentan einfach nicht nach den Punkten aus. Schuss kommt vor Tor, gute Möglichkeit. Nochmal abgefälscht, aber zu weit. Jetzt setzt man sich hier etwas in diesem Drittel fest. Jamie McQueen, sie kommen nicht mehr raus, die Berliner. Wolfsburg macht dich, da der Fehler und jetzt Jamie McQueen. Müller wird da geschickt und er kann aber an Jeremy Kuhn nicht vorbei, wurde da bedrängt. Gute Kontermöglichkeit, aber man spürt, Wolfsburg öffnet jetzt natürlich den Weg nach vorne und muss da auch etwas die Defensive öffnen. Nächstes Schuss, Tor! Berlin geht mit 3:0 in Führung und das wird am Ende die Entscheidung sein. Kracher von der blauen Linie und ich glaube, es ist Jens Baxmann gewesen. Der Mann mit der 29. Ja, so ist es. Drittes Saisontor. Was für ein Schuss von Jens Baxmann. Und der wird den Berlinern die 3 Punkte damit ermöglicht haben. Also auch heute wieder Berlin hellwach. Berlin wirklich mit den Möglichkeiten. Heute wunderbar zusammen agiert die Eisbären. Wolfsburg über weite Strecken keine Chance gelassen, hier überhaupt ins Spiel zu finden. Und das am Ende auch die verdienten 3 Punkte. Ja, und Wolfsburg muss weiter an sich arbeiten. Man sollte dieses Spiel jetzt schnellstmöglich aus den Köpfen bekommen. Auch hier wieder zum Fehler gezwungen. Großes Pressing der Eisbären Berlin hier noch. Auch beim 3:0. Sekunden. Karatschun gegen Aubrey. Wird das der Shutout für Marvin Küper? Noch ist es nicht so weit, aber Wolfsburg, sie kommen hier einfach nicht mehr nach vorne. Und Ren. Und wenn sie da mal rüberkommt, dann ist es auch noch abseits. Schweres Spiel für die Wolfsburger. Und die Statistik relativ ausgeglichen. Und auch hier wieder Fehlpass. Und der kommt heute sehr, sehr häufig aus Wolfsburger Seite. Oh, nochmal Berlin! Und sie können heute wirklich ihr Spiel aufziehen. Macht unheimlich viel Spaß hier zuzuschauen. Schöne Bewegungen hier
vom Tor wieder Shepard. Der legt nochmal ab auf Backman. Und Richmond. Aber Jeremy Kuhn. Und das wird definitiv der Shutout für Marvin Küper. Und den hat er sich verdient. Die Schüsse, die auf sein Tor gekommen sind, die hat er mit Bravour rausgeholt. Und am Ende gewinnen die Berliner in Wolfsburg mit 3:0. Wichtige Punkte auch für die Berliner, um an den Münchnern und an den Mannheimern dran zu bleiben. Kann man hier verkürzen, wie hat München gespielt, wie hat Mannheim gespielt und vor allem, was noch viel wichtiger ist, wie hat der EFC Ingolstadt gespielt? Die Thomas Sabo Ice Tigers auf der 5, ja 2 Spiele weniger als die Eisbären, nur 3 Punkte hinten dran. Das ist ja das Wichtige, dass man unter den ersten Vieren ist, um am Ende in den Playoffs Heimvorteil genießen zu können. Und nächsten Freitag geht es schon wieder gegen die Adler Mannheim. 40. Spieltag. Und tatsächlich, sowohl Mannheim als auch der EHC Red Bull München haben ihre Partie verloren. Somit Berlin wieder rangekommen auf 4 Punkte. Dahinter dann die Thomas Sabo Ice Tigers. 4 Punkte Abstand. EHC Ingolstadt abgesunken auf Rang 5. Dahinter dann die Kölner Haie weiterhin 3 Punkte jetzt vor den Grizzlies Wolfsburg, die durch die Niederlage versäumt haben, hier tatsächlich aufzusteigen. Und für Berlin war es das 100. Tor in dieser DEL-Saison. Auf der 8 die Düsseldorfer EG, verfolgt von Iserlohn und Bremerhaven auf 11 Straubing. 12 die Griffel Pinguine, jetzt 5 Punkte Rückstand auf die Fischtown Pinguins. Da muss wieder etwas mehr Zug dahinter auf die 13 die Schwenninger Wild Wings. Und Schlusslicht mit 12 Punkten auf die Schwenninger Wild Wings, die Augsburger Panther. Ja, Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Dann die Partie der Eisbären Berlin zu Hause gegen die Adler Mannheim. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.